Warum? Das waren die letzten Worte von Schauspielerin Rebecca Schäfer. Sie richtete diese Worte an ihren eigenen Mörder. An einem warmen Sommertag im Jahre 1989 öffnete die junge Frau die Tür zu ihrem Apartmentkomplex in West Hollywood. Sie dachte, es wäre der Postbote. Stattdessen war es ihr eigener Mörder, der sofort auf sie schoss und ihr Leben völlig unerwartet beendete. Rebecca Lucille Schäfer wurde am 6. November 1967 in Eugene, Oregon, USA geboren. Sie zeigte schon früh ein Interesse am Modeln und an der Schauspielerei. Sie modelte schon in ihrer Highschool-Zeit für verschiedene Kataloge und spielte in kleinen Werbespots mit. Mit 16 Jahren verbrachte sie einen Sommer in New York, um zu modeln. Sie hatte zwar einige Erfolge, aber mit ihrer Körpergröße von 1,70 Meter wurde es immer schwerer, Aufträge zu erhalten. Sie galt als zu klein, um in der Modelwelt Karriere zu machen. Deswegen konzentrierte sie sich auf ihre Karriere in der Schauspielerei. Sie hatte einige kleine Rollen und verdiente ihren Lebensunterhalt durch Modeln und Kellnern. 1986 änderte sich ihr Leben schlagartig, als sie endlich eine Hauptrolle ergattern konnte und ihren Durchbruch in Hollywood stand mit 19 Jahren nichts mehr im Weg. Sie bekam eine Rolle in der TV-Serie My Sister Sam, das auf dem amerikanischen Fernsehsender CBS laufen sollte. Die Sitcom drehte sich um das Leben der erfolgreichen Fotografin Samantha, gespielt von Pam Dorber, und ihrer jüngeren Schwester Patty, gespielt von Rebecca Schäfer, die nach dem Tod ihrer Eltern zu ihrer großen Schwester zieht und beide sich mit der neuen Situation zurechtfinden müssen. Die Serie war in der ersten Staffel recht solide und konnte gute Einschaltquoten erzielen. Rebecca zog in ein Apartment in West Hollywood und arbeitete hart daran, ihre Karriere weiter voranzubringen. Leider hatten die Zuschauer schnell genug von der Serie und nach einem starken Einbruch der Quoten wurde My Sister Sam nach der zweiten Staffel abgesetzt. Trotz dieses Misserfolgs hatte Rebecca sich einen Namen gemacht und konnte jetzt einige Rollen in Filmen ergattern. Mit ihrem Bekanntheitsgrad kamen natürlich auch die Vor- und Nachteile eines prominenten Lebens. Sie bekam viel Zustimmung und Fans, aber sie zog auch die Aufmerksamkeit eines sehr gestörten jungen Mannes auf sich. Robert John Bardo, geboren 1970. Er hatte eine turbulente Kindheit und wurde von seinen Eltern und Geschwistern schlecht behandelt. Als Teenager wurde bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert. Doch zu einer richtigen Behandlung kam es leider nie. Seine Eltern verhinderten diese. Sein mentaler Zustand verschlechterte sich immer mehr. Nach der Highschool nahm er einen Job als Hausmeister an. Er sah Rebecca Schäfer das erste Mal in einem Werbespot für My Sister Sam. Danach nahm er jede Folge der Serie auf und fühlte sich sehr stark zu Rebeccas Charakter und ihr selbst hingezogen. Er steigerte sich in die Fantasie, dass beide seelenverwandt waren und füreinander bestimmt waren. Er schickte ihr Briefe und Plüschfiguren. Nachdem er von ihr einen Antwortbrief erhielt, war er überzeugt, dass die beiden sich in einer Liebesbeziehung befinden. Er reiste nach Los Angeles und fuhr zum Studio, in dem die Serie gedreht wurde. Die Security ließ sie natürlich nicht rein und so musste er gefrustet wieder abreisen. Dies wiederholte er einige Male. Jedes Mal wurde John Bardo frustrierter. Rebecca Schäfer war nicht der erste Star, den er stalkte. Vor ihr hatte er eine bekannte Umweltschützerin und eine Sängerin im Visier. Seine Obsession von Rebecca war aber am stärksten. In dem Film Scenes from a Class Struggle in Beverly Hills hatte Rebecca eine Sexszene. Für Bardo war dies ein Schock. Er kannte sie hauptsächlich als den unschuldigen, naiven Charakter Sam. Er war wütend und wollte sie für diesen in seinen Augen Vertrauensbruch bestrafen. Wenn er sie nicht haben konnte, sollte sie keiner haben. Im Fernsehen sah er einen Bericht über einen anderen Stalker, der die Adresse seiner Opfer über einen Privatdetektiv herausbekam. Dadurch inspiriert, engagierte er selbst ein und kam so tatsächlich an die Privatadresse von Rebecca Schäfer. Er machte sich wieder einmal auf nach Los Angeles, fest entschlossen, Rebecca Schäfer für immer an sich zu binden. Es war 9 Uhr morgens am 18. Juli 1989 und Rebecca war sehr aufgeregt. Sie hatte an diesem Tag ein wichtiges Casting für eine Rolle in Francis Ford Coppolas Film Der Pate 3. Sie erwartete das Drehbuch, das ihr per Kurier zugestellt werden sollte. Als es an ihrer Tür klingelte, ging sie schnell die Treppen ihres Apartmentkomplexes runter und öffnete die Haupttür. Es war nicht der erwartete Kurier, sondern John Bardo. Er hatte ein signiertes Foto von ihr dabei, das sie ihm per Post zugesandt hatte, und einen Brief. Sie nahm sich für ihre Fans viel Zeit und versuchte, jeden Fanbrief zu beantworten, auch den von John Bardo.
Er erklärte ihr schüchtern, dass er ihr größter Fan sei. Sie war etwas irritiert, aber blieb höflich und erklärte ihm, dass sie heute noch einen sehr wichtigen Termin hat und sie sich darauf vorbereiten muss. »Pass auf dich auf«, sagte sie und schloss freundlich die Tür. John lief durch die Nachbarschaft und aß in einem kleinen Restaurant in der Nähe eine Kleinigkeit. Immer noch wütend und verwirrt machte er sich wieder auf zu Rebeccas Haus. Es war jetzt 10 Uhr und John wollte Rebecca eine CD schenken. Er klingelte erneut. Und da sie dachte, dass es jetzt endlich der Kurier mit dem erwarteten Drehbuch ist, ging sie schnell die Treppen runter und öffnete die Tür. Diesmal war sie etwas harscher, verständlicherweise. Sie sagte zu ihm, »Du klingelst schon wieder bei mir. Ich sagte doch schon, dass ich heute wenig Zeit habe.« John antwortete mit, »Ich habe noch etwas für dich.« Dann, innerhalb von wenigen Sekunden, zog er seine Pistole und schoss Rebecca ohne Vorwarnung zweimal in die Brust. Sie schrie und fiel im Türeingang auf den Boden. Sie wimmerte, »Warum? Warum?« Ein Nachbar hörte die Schüsse und eilte zum Tatort. John Bardo floh und rannte in eine kleine Gasse hinter dem Haus. Der Nachbar rief den Notarzt und Rebecca wurde sofort ins Krankenhaus transportiert. Die Ärzte konnten ihr aber leider nicht helfen und erklärten sie für tot. Die Nachricht verbreitete sich in Hollywood sehr schnell und die Filmindustrie stand unter Schock. Robert Bardo schaffte es, unbemerkt die Stadt zu verlassen und reiste in seine Heimat nach Tucson, Arizona. Am nächsten Tag lief er recht verwirrt in der Mitte einer vielbefahrenen Straße und schrie wiederholt, »Ich habe Rebecca Schäfer getötet.« Er wurde verhaftet und vor Gericht gestellt. 1991 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Es wurden einige Anti-Stalking-Gesetze nach dem Mord an Rebecca Schäfer in Kraft gebracht. Ihre Leiche wurde in ihre Heimat nach Oregon geflogen, wo sie auch bestattet wurde. Der sinnlose und brutale Tod der Schauspielerin hat in Hollywood und in den USA Spuren hinterlassen. Es ist jetzt fast unmöglich, die Privatadresse von Stars herauszubekommen und die Stalking-Gesetze wurden in den USA verschärft. Für die Familie und Freunde von Rebecca Schäfer ist dies nur ein schwacher Trost. Sie mussten viel zu früh Abschied nehmen und man kann nur erahnen, was Rebecca in ihrem Leben noch geleistet hätte. Ein sehr seltsames Detail möchte ich euch am Schluss noch erzählen. Auf der Flucht vom Tatort warf John Bardo ein Buch, das er bei sich trug, in die Büsche. Die Polizei fand es einige Zeit später. Es handelte sich um eine Kopie des Buches »Der Fänger im Roggen« von J.D. Salinger. Es war dasselbe Buch, das auch Mark David Chapman bei sich trug, als er 1980 John Lennon vor seiner Haustür in New York erschoss.